Ja, komm, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Tut mir den Gefallen. Merke, nächstes Mal früher zur Tür. Entweder das oder, ja. Ich hasse Gift! Er wird uns wohl den Gefallen nicht tun und die Tür aufmachen. Fürchte ich, fast. Ich glaube, das Fast kannst du streichen. Hm? Ich glaube, das Fast kannst du streichen. Ja, das fürchte ich auch. Du kannst jetzt nochmal gucken, ob du... Aber wobei, über den Tisch wird er auch nicht heilen können, oder? Gift? Hätte vielleicht in das Feld gehen müssen. Gift? Nein, keine Chance. Noch! Was zum Teufel? Tust du. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, das ist jetzt eine ziemlich blöde Aktion gerade. Ich fürchte, das können wir abbrechen. Oha, ich bin vergiftet! Reload, oh. Ja, die rennen dann nur dumm in dem Raum rum, da passiert nichts und da kommen wir nicht rein. Ja, dann werden wir wohl an dieser Stelle mal erneut versuchen. Ja, wenn man... das ist auch ein fieser Kampf. Der ist... Eigentlich ist er ja vorprogrammiert. Einbrecher! Helft mir! Warum lösen die Quässer, die auf die Platten fallen, eigentlich nicht das Ding aus? Weil wegen ist so. Ah ja. Das sind spezielle Druckplatten, die auf Player Identity gestellt sind und deswegen. Weißt schon. Habt ihr so eine geringe Ahnung? Schon toll, wie so eine Kiste, so ein Pfeil, so eine komplette Kiste zersplashen kann. Was ist das? Ein Waffenversteck? Seit wann arbeiten Tischler mit Dolchen und Schwertern? Ich sehe schon. Aus der Nummer kommen wir nicht unbeschadet raus. Verdammt. Dann sieh mal zu, dass du schnell durch die Tür kommst. Ohne durch 15 Fallen zu laufen. Das wird schwierig. Ich weiß. Ich kenne dich. Eine Falle werden wir hier auf jeden Fall mitnehmen, weil er aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht über dieses Feld gehen will. Da liegt eine kaputte Kiste. Wer will schon durch kaputte Kisten laufen? Ist unhygienisch. Go, go, Powerwaldmensch. Der hält das aus, der ist feuerfest. Total. Da war die Giftfalle, ne? Mhm. Ich stelle mal. Das ist die Giftfalle da drüber. Nein, dieses Mal nicht. Verletzung bietet Schutz vor magischen Angriffen, Feuer und Giften. Jo. Aber halt Gift der Stufe 1, ne? Sicher? Wobei, nein, es heilt Gift der Stufe 1. Hm. Auf jeden Fall, Hexengalle ist dann zweitwichtige neben Sinnesschärfe und Fallen entschärfen. Wir buffen mal ein paar Karte. Das hätte klappen sollen. Ja. Oder auch nicht. So viel zu dem Plan. Das war ein guter Plan, wenn er funktioniert hätte. Okay. Da steht übrigens ein Feuer. Habe ich auch gerade gemerkt.
Nein, Kiste. Will nicht. Oh, ernsthaft. Dann stich mal die Tür ab. Du sollst die Tür abstechen, nicht durchgehen. Was soll denn das? Ja. Kriegt man Sprint hin. Ja, noch ist denn nicht der gesamte Raum voll mit Gift. Mhm. Aber genug. Sieh an. Ich bin vergiftet! Ja, Rest zur Tür. Nochmal Sinn schärfen oben. Gift! Jetzt ist der ganze Raum voll. Yep. Warum haben wir keinen Löschzauber? Das ist blöd. Hättest ja Löschpapier mitnehmen können. Wahahahaha. Gibt's das heutzutage überhaupt noch? Schreiben die noch mit Füller? Ja. Okay. Es gibt noch ein paar Leute, ich unter anderem auch, die noch mit Füller schreiben. Ja, nee. Ich als Linksflossler lehne sowas ab. Nichts schief gehen, aber auch gar nichts. Bringen Heilerchen schon mal in Stellung vor Tür. Wenn ich sie da hinstelle, habe ich freies Sichtfeld. Subaran heilt erstmal Takate, weil das Takate sieht aua aus. Ein bisschen. Und eine Fleischwunde. It's a Fleischwunde. Fallen nicht direkt vor ihm. Das finde ich blöd. Sind ihm vielleicht zu nah. Ja, hilft! Ernsthaft! Achievement unlocked. Fallensuche. Na also. Einmal 17 Fallen auslösen. Das reicht zwar noch nicht, aber wenn ich es schaffe, Zwergi dahin zu buxieren, irgendwie noch. Zweifelsfrei mussten halt vom Boden auflesen. Ja, das sollte im schlimmsten Fall auch noch machbar sein. Du bist zu schwach, den Tisch mit einem Schlag zu. Diese Aktion macht keinen Sinn. Was? Die Tag ist nicht sehr effektiv. lang ist es sehr. Ja, los, weil mit der Liste passiert mich. Nichts drin, schade. Die wir ja kürzlich auch auf 21. Geburtstag von endlich! Wow! Das war ein netter Passierschlag. Das war ein sehr netter Passierschlag. Ja, da kam von einer fetten Glitzerelfe auch die Frage wegen Armbrust und Passierschlag. Ich weiß nicht, ob du da noch da warst. Ja, das habe ich noch mitgekriegt. Armbrust und Passierschlag, wo ich dann so, warte mal. Man schlägt nicht zu mit deiner Armbrust. Nein, nein, du schlägst nicht zu mit deiner Armbrust. Ich schon. Drücken wir es einmal so aus. Die Nummer mit der Armbrust an sich ist ja erstmal gar nicht so blöd. So, jetzt stelle ich ihn in die Tür, dann kann ich ihn heilen. Und genau da ist noch eine Falle. Nein. Zwergi ist gut. Zwergi kann Passierschlag ausweichen. Tja. Wie ich bereits eingangs hin und wieder erwähnte, Zwerge sind überlegene Rassen. Ja, es gibt aber leider keine Zwerge. Doch. Zwerg sein ist Einstellungssache. Ja, gut. Warum kann ich da nicht hingehen? Weil du auf dem Weg dahin 13 Fallen triffst, der das schon vorher weiß.
Irgendwas ist hier gerade ein bisschen wonky. Ja, kommt zur Tür. Ja, gleich macht sie die Tür wieder zu. Also werden die nicht vergiftet? Das frage ich mich auch gerade. Und wer? Es ist gecheatet. Wäre ich vorsichtig mit. Ja, aber... Das Glück ist mit den Dummen. Oh, wenn die Tür offen ist, ist die Falle deaktiviert. Das ist angenehm. Finde ich gut. Ich kann mich da nicht hinstellen, aber ich kann darüber gehen. Alles klar. Luft. Was? Ich hasse Gift! Hä? Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Ich gebe auf. Nehmt euch, was ihr wollt. Wir sind keine Diebe. Wir sind hier, weil ihr Menschal Aktaran verleumdet habt. Den Alchemisten? Warum sollte ich das tun? Darum wird sich die Stadtwache kümmern. Good. Der Simulant ist wieder aufgestanden. Und er ist direkt entgiftet. Und wir haben nichts an Beute mitgenommen. Dreist. Naja, 4 Dukaten. Ja, die Dice. Es war ein Purpurblitz. Das ist ein verbotenes Gift. Dass diese Verbrecher mir unterjubeln wollten. Diese Verbrecher sind die Bezwinger der neuen Horden. Gib Acht, wen du beleidigst, Tischler. Nehmt ihn mit. Der Foltermeister wird ein wenig Konversation mit ihm betreiben. Diese Stadt ist korrupt. Ach nee, überleg mal, wo du bist. Warte, wir sind in Mengbilla, mitten in Al-Anfa. Und soweit wie ich das von eurer lustigen DSA-Gruppe... Al-Anfa ist da auch eine Stadt, nicht Gegend. Ach so. Naja, aber trotzdem ist das, Ja, ist halt... Ja, so. Wir sollten bei uns mal wieder heilen gehen, glaube ich. Wäre eine Idee. Wir gehen da mal nächtigen. Es gibt halt gewisse Bereiche, die materiellen Zuwendungen... Willkommen im Rausch. Sind. Wie kann Ossip euch helfen? Die Wanzen werden euch lieben. Da wir die neuen Horden bereits bezwungen haben und somit selbst einen gewissen Ruf in dieser Stadt haben. Nachdem das Gesetz zur Beamtenkorruption von unserer lieben Regierung immer noch nicht ratifiziert ist, sind die auch nicht sehr viel besser. Es ist keine Bestechung, wenn du jemanden sagst, mach das mal bitte für mich und du gibst ihm das Bestechungsgeld erst danach. Ha, sehr schön. Total toll. So. Was gibt es? Auf bald. Ja. Lass mich raten. Quest verbuggt? Das wäre jetzt uncool. Oder warte, sollten wir vielleicht erstmal... Ne, wir müssen ja erstmal die Quest abschließen. Ah, ja. Dann red mal mit Mr. Aichi. Nicht zu verwechseln mit Mr. Aichi. Was gibt es? Wir haben mit dem Tischler ein Wort gewechselt. Im Kerker wird niemand seine Verleumdungen hören. Gut gemacht. Hier, euer verdienter Lohn. Bis später. Was gibt es? Bis später. Gucken wir mal, ob wir jetzt dahin kommen, wo wir hinwollen. Ah, sieh an. Was gibt es? Auf bald. Das haben wir ja schon. Jo. Reden ja, anfassen nein. Wie bitte? Ihr dürft den Gefangenen Lieder singen, aber ihr dürft sie nicht füttern und nicht streicheln. Verstanden? Fremdländer. Zur Hölle. Das ist ein bisschen wie unser Ravengardist, als er das erste Mal Sams Goblin gesehen hat. Oh, so schönes rotes Fell, darf ich es flauschen? Das ist ein verkackter Goblin. Ja. Drecksvieh. Mit rotem Fell. Bah!